Okay. Mach das mal zu. Hier, ich will zumachen, danke. Dann würde ich behaupten, wird das hier, diese Fläche, alles Wohnung. Wohnungsgedöns. Dann ziehe ich doch mir jetzt einfach hier mal ein Quadrat. So. Machen wir es mal so. Fürs Rathaus. Ja, was ist das denn für eine Brücke, Alter? Okay, das war schon wieder denkbar ungünstig gelöst. Ist nämlich zu klein. Was man hier für Straßen bauen kann, das ist echt zornig. Ja, ne? Also. Huch. Also, ich habe meine Brücke gerade relativ gut hingebastelt bekommen. Oder was heißt meine Brücke? Ist ja nicht eine Brücke. Es ist ja. Also, es ist schon eine Brücke, aber es ist ja einfach nur. Aber es ist ja keine Brücke. Ja, ja. Aber es ist eine Brücke, aber an sich ist es ja keine Brücke, weil es ja. Nur eine aber Brücke es ist ja eine Brücke. Die ist eine Brücke. Sagt er und Sturb. Zu wenig Kohle. Baust du schon wieder Kohle ab? Na, Geld. Achso, ich dachte jetzt kurzfristig schon. So, das Ding setzen wir mal hier so hin. Schauen wir mal, ob wir den Sambovtsa schon in der Ferne irgendwo sehen. Nee. Ich weiß gerade nicht, wo deine Stadt ist. Schieße mich hinter, stehe da hinten. Ach, da ist deine Stadt, okay. Ich brauche mehr Industry. Schon. Also ich hätte mir gewünscht, dass man eine Stadt dann auch da hinten auf diesem schmalen Steg da, also weißt du, was ich meine, diese Landes, wie nennt sich denn das? Landzunge, genau. Dass man da was drauf bastelt. Ja, da hast du wenig Platz, das wäre schon ganz cool gewesen. Wo meinst du? Da vorne, weiter hinten, da wo die Autobahn herkommt? Genau. Das wäre schon cool gewesen. Das wäre übelst bekloppt. Weißt du, die Leute regen sich auf, dass die Map so klein ist und dann du willst da auf so einem Forts bauen. Nuklear? Herausforderungen meiner. Nuklear? Ja. Herausforderung. Genau. Vorder. Ich überlege jetzt ganze Zeit schon nach einem Stadtname. Was werde ich denn da jetzt einfach mal nehmen? Dann mache ich doch da jetzt einfach. Nein. Doch. Das ist wieder. Och, wie nenne ich denn das? Nee, das klingt. Ich lasse es wahrscheinlich erstmal bei Hasute. Nee, Hasute, das ist immer so einfallslos. Und du machst dich gerade. Kannst es ja Hasute nennen. Doch, ich nenne es jetzt so, wie ich das kann. Die. So. Einfach, weil es mir gerade so eingefallen ist. Zurück ins Spiel. Wuhu. So, jetzt habe ich auch noch ein bisschen Industrie. Und dieser Bovzel hat besucht mich gerade wieder mit seinem Auto. Echt? Ich habe noch kein Gemeindehaus, verdammte Axt. Na, wird's Zeit. So, apropos Zeit. Ich muss jetzt hier mal zusehen, dass ich mal ein bisschen erstens Geld verdiene, zweitens Einwohner bekomme und drittens vorankomme. Drittens noch viel mehr. Genau. Noch viel mehr von all dem schönen Sachen. Ja, auf was spare ich mir denn jetzt als erstes mal ein bisschen? Beziehungsweise was wird denn benötigt? Momentan eigentlich gar nichts. Flak. Was, ein Flak? Ja, eine Flak, genau, weil ich dich gleich angreifen werde mit Papierfliegern. Herzlichen Glückwunsch, Bürgermeister. Ihre harte Arbeit hat sich gelohnt. Jetzt, wo Sie Ihre Stadt aufgebaut haben, können Sie ihr einen Namen geben. Ja, dann lass dir es mal was einfallen. Ja, jetzt los, warte. Jetzt hast du nämlich das Problem. Kantholz. Einfach nur Kantholz? Möchtest du meine Stadt Kantholz besuchen? Ja, einfach das Kantholz. Die Stadt Kantholz. Ich wollte schon immer mal nach Kantholz ziehen. Die idyllisch gelegene Kantholz. Genau. Gleich neben Parkettfußboden. Du bist wieder so extraordinär hier, ne? So, meine Leute ziehen alle ein. Jetzt fängt an zu regnen. Meine ziehen aus. Industrietechnisch. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Könnte ich eigentlich noch ein bisschen was anlegen. Es wird auf jeden Fall gerade benötigt. Ding, ding. Ich glaube, die Chance nutze ich und komme dir dazu vor. Denn, was jetzt auch noch ist. Ja, du brauchst schon wieder mehr Industrie als ich, du Alter. Ja. Ich hab's nicht gesagt. Was auch noch neu ist, das zeige ich den Zuschauern gerade mal. Aha. In der Übersicht wird ja immer angezeigt, was benötigt wird. Wohnungen, Gewerbe und Industrie. Bei Industrie ist jetzt ganz leicht zu sehen. Hier ist ein
Guck, jetzt ist es ganz weg. Ist auf jeden Fall so, es gibt eine helle Version der Farbe, also ein helles Grün und ein dunkles Grün. Hell ist das, was benötigt wird in deiner eigenen Stadt. Und dunkel ist das, was benötigt wird in der Region. So einfach. Momentan wird einfach nur, also in dem Fall in meiner Stadt. Ja, momentan wird einfach nur Industrie benötigt, und zwar in deiner Stadt, so wie es aussieht, ja. Oder in meiner, nee. Doch, in der Region halt. Ich habe die jetzt gerade mal gebaut, und das wird auch fleißig abge... Also es nimmt jetzt ab auch, der Balken. Ich werde jetzt am besten einfach mal noch ein bisschen Gewerbe bauen. Weil da brauche ich gerade richtig viel. Wie stelle ich das am besten an? So. Das ist hier die Frage. Also ich überlege, ob ich jetzt mich schon mal um Feuerwehr und so eine Faxen kümmere. Bevor ich das wieder verscheiße. Ja, Feuerwehr ist auf jeden Fall auch gleich das Erste, was ich machen werde, wenn ich mal Geld hätte. Ich habe gerade nicht mal genug Geld, um mir eine Straße zu bauen. Abwarten und Tee trinken. Tee trinken und abwarten, ja. Ja, was mache ich jetzt mit meiner... Ich weiß nicht, ob ich jetzt Ach, Abwasser. Siehst du, guck, ich baue Abwasser. Zack. Bau doch einfach mal Abwasser. Haben wir das doch schon mal erklärt. Dann baue ich jetzt halt hier das Gebäude. Scheiße, ich wollte hier doch Öl abbauen, nicht Pfosten. Das habe ich denn hier wieder gemacht. Was kannten die Feuerwehr? Die war ja auch, glaube ich, 20.000, ja genau, 20.000. Zu wenig Kohle. Luftverschmutzung, bla bla bla. Pli bla blu. Okay, hier wird fleißig hingesetzt. Dann mache ich wenigstens noch die Straße zu Ende. So, huch. Huch. Zu wenig. Kaputt. Wie, zu wenig? Nicht zu wenig. Doch, zu wenig. Ja, direkt schön ist die Kurve nicht geworden, aber... Wat mut, dat mut. Ich bin ja auch gerade am Straßenverlegen und ich habe wieder mal Probleme mit der... Ja... Mit der Ausrichtung, weil die Hilfslinien, die sind für mich eher verwirrend als hilfreich. Manchmal sind die... auf jeden Fall. Was? Manchmal sind die auch auf jeden Fall, also... Nee, ich weiß, was du meinst. Also wenn du viele Straßen auch baust, dann... Also, das wird absolut unübersichtlich dann. Gut, dass du weißt, was ich meine, weil ich weiß nicht, was du meinst. Denn sie wissen beide nicht, was sie tun. Ja. So, bei mir wird jetzt auf jeden Fall schon mal Krankenhaus und, also Gesundheit und Abwasser benötigt. Bei mir wird gleich Abwasser gebastelt. Warte mal noch, du mit dem Abwasser, ich bin mich gerade am Bauen. Okay. Ach, du hast es jetzt schon bei dir in der Stadt gebastelt. Okay. Ich habe jetzt Abwasser gebaut. So, warte mal, jetzt fängt das Ding an zu pumpen. Dann warten wir mal, ob das bei mir jetzt weggeht. Das wäre natürlich prima. Die Frage ist, ob ich jetzt vielleicht auch einfach sagen könnte, zu deiner Stadt Abwasser. Oder du kaufst bei mir Abwasserkapazitäten. Gehst du mal in die Regionsübersicht und guckst mal. Kantholz verfügt über keine Kapazitäten zur Abwasserentsorgung. Dauert wahrscheinlich noch ein Stück. Ja, warten wir mal ein bisschen. Weil bei mir wird gerade gepumpt, bei mir blinkt auch gerade überall noch das rote Symbol, dass zu viel Zeug rumfliegt. Ja, ich denke mal, das dauert einfach noch einen Moment, bis das dann aktualisiert wird für die Region. Luftverschmutzung auf dem Vormarsch, ja, das ist ja erstmal ein gutes Zeichen. So, du siehst jetzt ruhig ein Krankenhaus. Ja, das brauche ich auch schon. So. 20.000, oh. Weckt mich fett. Und ich könnte noch ein bisschen Bevölkerung gebrauchen, regelt richtig. Wohnraum. Nur zur Information, das Tutorial haben wir jetzt mit Absicht natürlich wieder weggelassen, weil ich muss echt sagen, wer einen Apfel schälen kann oder zerschneiden kann, der kann auch dieses Spiel ohne Tutorial spielen. Meiner Meinung nach. Ach so? Ja, also ich finde, wie gesagt... Hättest du mal sagen sollen, hätte ich wenigstens vorher mal probiert, einen Apfel zu essen. Ess doch mal einen Apfel. Ich weiß immer nicht, wo ich anfangen soll, die Schale zu schälen. Nee, aber, also es ist eigentlich wirklich alles selbst erklärt. Boah, jetzt brauche ich extrem viel Abwasser, also möglichst schnell. Ich baue das jetzt selber, wenn ich das Geld habe. Ja, weil, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie das funktioniert mit dem Abwasser. Da kam ja so eine Meldung rein. Also vorhin hat das zum ersten Mal richtig funktioniert, dass so eine Meldung kam. Okay. Ne? Ja, klar, vorhin. Oder ständig reinkam von wegen hier pumpt und so. Und, richtig. Ich weiß nicht, Händler und warum das so war. Oh, mir fehlen... sinnlos. 41 Simoleons fehlen mir noch. Das ist auch ein Name, oder ein Begriff. Komm, gib mir das Geld.
die kacken sich quasi gerade ein. So. Also man kann aber auch die Straßen des Zorns bauen, ne? Ich weiß nicht, was du jetzt schon wieder machst, da. Mir ist das auch noch nicht so richtig. So, das Abwasser haben wir mal dort unten hingesetzt und jetzt fängt er an zu pumpen. Das ist alles super. Ja, wie, was nimmst du so ein in einer Stunde momentan? 1980. Boah, krass. Ich bin gerade mal bei 1000 knapp. Ja, ich habe keinen Kredit aufgenommen bis jetzt. Hm. Auch nicht schlecht. Ja, das ist bei mir immer das Problem, weil ich das die Grundform der Stadt immer gleich am Anfang irgendwie versuche, da so aufzuskizzieren und mich dann daran orientiere. Aber geht halt nicht immer so gut. Ich werde mal schauen, was ich benötige. Wohnung brauche ich auf jeden Fall noch. Gibt es wenigstens noch ein bisschen Geld in die Kassen. Hier setze ich mal noch ein, obwohl doch, komm, können wir schon mal hinsetzen. Später wird natürlich dann das Rathaus noch ausgebaut, wenn es dann mal soweit ist. Gewerbe könnte ich auch noch ein bisschen hinbasteln, das mache ich doch direkt. Warum kommen denn jetzt wieder diese scheiß Hilfslinie nicht, wenn ich sie brauche? Verdammt, Axt. Ran hier! Mimi. Warum baue ich es halt irgendwie so, wie ich lustig bin? Genau. Achso, ich habe schon wieder kein Geld. Ich habe schon wieder kein Geld. Arme Sau, du. Weil ich mich auch, vor allen Dingen gerade eben sage ich es noch, ich sollte einfach mal sparen oder so. Ich bin immer noch fleißig am Straßenziehen irgendwie, obwohl ich sie an sich noch nicht brauche. Ich baue jetzt ein Krankenhaus. Das, so viel Geld hast du schon? Wahnsinn. Habe ich diesmal einen relativ schlechten Start hingelegt. Na, es wird schon. Ja, bei mir läuft es überraschend gut. Also ich bin sonst auch nie ohne Kredit ausgekommen. Hm. Muss man ja mal erzählen. Joa, flacken wir einfach mal ein Krankenhaus hin. Also ein Problem, was wir noch so festgestellt haben, ist halt das Handeln mit untereinander. Ja. Ist nicht so umfangreich, wie man sich das hätte gerne vielleicht vorgestellt. Beziehungsweise so sinnvoll. Oder so sinnvoll, genau. Weil es wäre halt einfaches Spielprinzip oder das einfachste Spielprinzip wäre im Endeffekt gewesen. Angenommen, der Sabochzel hat eine gute Müllversorgung oder Entsorgung, besser gesagt, und ich kann mir es nicht leisten oder möchte mir es nicht leisten. Dann könnte ich doch rein theoretisch zum Sabochzel hingehen und könnte sagen, hier, ich gebe dir, was weiß ich, XY Geld und du nimmst Müll davon. Aber so ist es halt leider nicht. Das ist ein bisschen traurig oder schade. Ja. Also man kann halt zum Thema Müll, also es gibt zum Beispiel so Sachen wie beim Abwasser, da kann ich sagen, ey, ich kaufe Abwasserkapazitäten. Das hat jetzt aus Grund XY noch nicht funktioniert, haben wir halt noch nicht getestet. Aber beim Müll ist es halt so, dass ich könnte jetzt dem Molotow gratis Müllwagen vorbeischicken und das ist halt blöd, weil das ist zwar cool, wenn ich den Überschuss habe und ich helfe ihm dadurch, wir arbeiten beide in derselben Region, wir profitieren davon beide. Aber es wäre eigentlich viel sinnvoller, wenn er sagt, ey, ich kaufe dir deine Müllkapazitäten ab. Ja, anstatt halt Fall. Ich da irgendwie so eine komischen Autos rumschicke. So, ich habe bei der Feuerwehr ist wieder was anderes oder bei der Polizei, wenn er irgendwie Probleme hat, ist klar, wenn man sagt, ey, ich unterstütze dich. So, warte, hier bei dir warte mal kurz, hier, ich habe hier gerade eine Mission bekommen. Es heißt, so ein verrückter Karl namens Dr. Wu würde die ganze Region bedrohen. Es gibt nur eine Möglichkeit, ihn zu besiegen. Maxis Man. Das ist auch so schlecht eigentlich. Maxis Man, wir müssen ihn zurückholen. Dafür brauchen wir allerdings eine größere Stadt, um ihn den richtigen Rahmen für sein Haus bieten zu können. Vielleicht kommt er dann, um uns zu retten. Mission angenommen. Du brauchst Industrie. Deine Mutter braucht Industrie. Vielleicht, ja. Oh. So, ich habe die erste Mission angenommen. Wir brauchen 2500 Einwohner und dann können wir den Maxis Man, ey, sorry, aber das ist so schlecht. Können wir den Maxis-Mann in die Stadt holen? Gleich noch eine Mission. Wenn sie uns bis zu 2500 Einwohner beschaffen, können wir eine Kleinstadt gründen. Damit sollte ein Rathaus drin sein. Auf, was? Auf, los geht's los. Achso, auf, los geht's los, ja. Hm. Ich dachte jetzt, auf geht's los. Auf, los geht's los. Geht's. Los. So, los geht's. Okay, 5000 Einwohner, denke ich mal, ist nicht das Problem. Ja, ich spare weiterhin Geld. Gut, jetzt verdiene ich mittlerweile auch mal ein bisschen mehr. Oh, ich brauche echt Industrie, ne? Halt die Esse fest. Ja. Dann werde ich das jetzt einfach mal machen.
ich will doch immer nicht so viel Industrie haben. Also wenn ich könnte, wenn ich die Mittel hätte oder die Möglichkeiten, würde ich eine komplett ökologische Stadt bauen.